Es ist finale Zeit, meine Dudes. Der letzte DLC. Davon lassen wir uns mal nicht abhalten. So, da würde es direkt zu einem Boss gehen, aber ich bin nicht wahnsinnig genug, gegen eine unsichtbare riesige Katze zu kämpfen. Und ich glaube, dass auch Undyne nicht so wahnsinnig wäre. Okay, Backstabs helfen hier schon mal sehr gut. Noch ein Backstab. Können wir hier eine Fackel? Ja, wir könnten theoretisch hier eine Fackel anzünden. So, und das hier ist eine Abkürzung, die wir später freischalten, glaube ich. So, ihr schlafenden Dudes, ihr wacht, glaube ich, erst auf, wenn man an euch vorbeiläuft, ne? Oder wie war das? Oder unter Umständen auch erst, wenn man den Boss besiegt hat. Und dadurch da halt die anderen Gebiete zugänglich werden. Hi Creative Element, willkommen zum Stream. Was haben wir hier? Also man könnte meinen, dass die Entwickler wollten, dass man hier einen Speer einsetzt, wenn sie einem schon einen +7 Speer hier geben. Moment, du bist hier. Ich habe keine Lust auf Backstabs. Au. Au. Ah, jetzt fangen sie an, hier mit Fernkampfangriffen zu kommen. Kommst du zu mir? Ja, klar. Ist direkt jemand da, um mich zu backstabben? Ja, komm her.
Okay, da ist jemand. Na komm. Ich habe gerade Arbeitsruf auf den Schreibfehler hingewiesen. Was meinst du, wir werden reagieren? Ich denke entweder gar nicht oder sie werden es halt still korrigieren oder vielleicht kurz was dazu schreiben, aber ich würde nicht zu viel erwarten. Ich meine, es bedeutet zumindest, dass jemand gelesen hat, was sie geschrieben haben. Das hier wirkt so verdächtig, als wäre hier eine versteckte Wand. Ja, was war hier mit der Brücke? Hier konnte man doch irgendwie rüber. Da bin ich mir echt ziemlich sicher. Hä? Ach, hier geht's rein. Ernst gemeinte Frage, wie viele politische Parteien hassen dich schon mit deinen jungen Jahren? Ach, hier geht's rein. Das ist aber auch... Ja, mit dem Effekt... Lagerfeuer? Nee. Sieht so verdächtig nach Hinterhalt aus. Na kommt, lauft mir alle vor den Speer. Wahrscheinlich hassen mich die Grünen, weil ich da ausgetreten bin. Hey, damit warst du jetzt schon in mehr Parteien Mitglied als ich. So, wo lang gehen wir? Ich glaube, wir gehen erstmal hier lang.
Okay, ja, hier ist noch einiges zugefroren. Ich habe das Gefühl, dieser DLC könnte länger dauern. Einmal wegen dem optionalen Boss, weil der wirklich im schlimmsten Gebiet ist. Und einmal, weil wir vor dem eigentlichen Boss halt, oder halt, wir müssen nicht, aber wir sollten erstmal noch drei Sachen finden. Am 31.09. Okay, verstehe. Ah, ich glaube, das ist, oder? Nee. Ich dachte, das wäre diese Eishöhle. Da ist das Lagerfeuer. Abandoned Dwelling. Warte, von welchem Lagerfeuer aus muss ich... Okay, nicht von dem hier. Ah, das ist die Stelle. Tatsächlich, scheinbar gibt es diesen Tag tatsächlich, und zwar alle 2000 Jahre. Ja gut, ich weiß nicht, wann ist denn der nächste Termin? Beziehungsweise, wann war denn dieser Tag das letzte Mal? Sag mal... Du sollst einfach nur backstabben, mehr nicht. Ich meine, an diesem Punkt sind Life-Gems sowieso free. So, dazwischen konnte man, glaube ich, irgendwie durch.
Okay, das öffnet sich nicht von dieser Seite. Oh, noch direkt in den Arsch. Und Arbeitssuchung hat ihre Mailadresse falsch geschrieben. Klingt ja nach Profis. Wisst ihr, es gibt ja auch noch diese besseren Life-Gems, aber die verwende ich einfach nie, weil ich immer denke, die kann ich nicht nachkaufen. Und also nicht in unbegrenzten Mengen. Und dann denke ich mir halt so, ja, dann verwendest du sie halt nicht. Okay, da geht's rein. Hello! Einmal Backstep. Ah, wir sind wieder hier. Verstehe. Das heißt, wir können hier... Hier ist ein Shortcut, meine ich. Oder müsste einer sein. Genau, nämlich der Aufzug. Aber, nee, Moment, da unten müssten wir jetzt dadurch freigemacht haben, glaube ich. Hi Donix Babo, willkommen zum Stream. Steh auf und lass dich abstechen. Wolltet ihr noch glatt Estus trinken? Ich glaub's nicht. Ah, und da ist das Lagerfeuer vom Anfang. So, was passiert, wenn wir hier oben die Tür aufmachen? Okay, jede Menge Hundis. Seele eines großen Helden, als würde das jetzt noch was bedeuten. Ah, ich glaube... Moment, ist das vom Anfang oder ist das der Ort, wo wir unser Ziel finden? Weil das sieht so nach Altar aus. Lang kann ich hier nicht, weil ich kann nicht wirklich hochspringen.
Okay, wir gehen schon mal nicht den gleichen Weg zurück. Ah, genau, hier müssen wir hin. Hier müssen wir hin. So, das Auge der Priesterin, damit können wir unsichtbare Dinge sehen. Zum Beispiel auch die Phantome in den Shaded Woods. Weil die sind ja auch unsichtbar oder semi-unsichtbar. So, theoretisch könnten wir jetzt zum Boss, ich glaube hier über den Weg kommen wir auch dahin. Ich frage mich, ob man auch schon zum optionalen Boss kommen kann, bevor man Ava besiegt hat. Beziehungsweise, ob man die beiden Katzen dann auch bekämpfen kann, wenn sie noch unsichtbar sind. Das wäre lustig. So, wir werden erstmal den Katzenboss machen. Auf der Grundlage, dass dann der Rest des Gebiets halt auch freigeschaltet wird. So, Phantome lassen wir mal weg. Au. Okay, ja, die Angriffe aus der Rolle sind halt wirklich nutzlos. Okay. Alles klar. Habe ich erwähnt, dass der geheime Boss dieses Ding zweimal ist? So, die Angriffsmuster sind leicht zu lernen, aber... Holy shit. Wie sieht meine Magieresistenz aus? Ja, 16%. Hi Holguin, willkommen zum Stream.
Au. Au. Okay, das war auch ein Verlust. Das war sehr glücklich. Okay, aber die Muster sind... Das Ding ist, die Muster für eine sind, Katze sind leicht zu lernen. Aber ich glaube, wenn dann noch eine zweite dazu kommt mittendrin... yo. Au. Girl, du kannst nicht meinen Speer kaputt machen und mich dann noch dran hindern zu reparieren. Hallo. Lass mich los, dankeschön. Das läuft da weiter nicht so gut, wie ich gehofft hätte. Oh, Glück gehabt. Ist hier irgendwas? Öffnet sich nicht von dieser Seite?
Ich hatte die ganzen DLC-Bosse ehrlich gesagt schwerer in Erinnerung, aber ich glaube, bis auf Sir Alon habe ich alle im ersten oder zweiten Anlauf geschafft bis jetzt. So, das ist der Weg zum Boss, aber da wollen wir noch nicht hin. Ich glaube, theoretisch könnten wir zwar schon, aber ich bin nicht so lebensmüde. So, kommen wir schon an einen der Ritter ran? Weil ich gucke nach, wo die Ritter sind. Ich suche die nicht ewig. Inner Wall. Ich hoffe, dass wir die anderen Sachen dann halt unterwegs finden. Haben wir hier. Okay, das ist der Raum. Wow.
So, der andere auch. So, und einer müsste bitte hier in der Ecke sterben. Moment, wir töten mal gerade ihn, sie. Keine Ahnung. Ah, sehr gut. Er zählt auch als Kill. So, und mindestens eine der Kisten ist ein Mimic. Ich glaube die linke, weil die hat diese Schnallen da. Ich glaube, von dem bekam man auch den Mimic-Kopf, weil man Items farmen wollte. Au. Genau, weil die hat nämlich keine Schnallen an der Öffnung. Du aber schon. Und ich glaube, kann man das sehen, dass sie atmet? Nee, man sieht nicht, dass sie atmet. So, Symbol der Habgier. Werden wir in diesem Run nicht benötigen, aber wir haben's. Thank you.
So, die zwei sind weg. Da oben lungert aber irgendwo noch ein Phantom rum. Das macht mir ehrlich gesagt am meisten Sorgen. So, ihr müsst von mir aus nicht aufwachen. Wow. Wo kommt er denn her? Ja, du brauchst jetzt dich gar nicht zu verbeugen. Das kann ich auch, mein Freund. So. Aber wir müssen unbedingt unsere Sachen wieder reparieren. Weil irgendwie nehmen unsere Waffen hier extrem viel Haltbarkeitsschaden. Also, extrem viel Schaden generell. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Hier wollten wir aber nicht hin. Nope, nope, nope. So, da ist Ritter Nummer 1. So, Expulsion Chamber, das müsste ich langsam mal wissen, wo das ist. So, jetzt sind wir wieder hier. Ja, ist gut. Ich hab's verstanden, du hast extrem viel Reichweite. So, und jetzt wachen die nämlich auf.
Girl, was ist das für eine Kampftechnik? Willst du einen Dolch mit zwei Händen führen? Moment, hier ging es doch. Hier konnte man doch durchgehen. War das der Weg zurück? Ja, ist gut, ich hab's kapiert. Du bist ganz, ganz toll. Abandoned Drilling. Ja, das öffnet sich nicht von dieser Seite. Okay, du bist da. Mensch, das Gebiet ist schön gestaltet, aber ich finde es leider anstrengend, hier alles zu finden. Okay, wir müssen also hier lang. Okay, hoch oder runter?
Okay, hier könnte man sich fallen lassen, aber ich glaube, das führt uns zu einem Ort, wo wir schon waren. Nee, tut's nicht, weil hier ist die Leiter. Ring of Resistance. Bin ich hier richtig? Ich habe keine Ahnung. Okay, die Kiste ist also normal. Was droppt ihr? Okay, irgendwelche Seelen. Ist aber auch ein ewig langer Marsch hier. Okay, ja, wir sind richtig. Okay, wir haben jetzt eine Abkürzung. Okay, hier hin. Ich weiß nicht, ob uns das was bringt. Weil ich schon wieder vergessen habe, wie man da hinkam. So, dein Kollege hier ist erledigt. Und jetzt unterhalten wir uns nochmal. Oh, und er hat noch versucht, aus der Animation rauszudodgen, aber nichts da. Und hier ist Ritter Nummer 2. So, und für den dritten fehlt uns bis jetzt noch das Lagerfeuer. So, mal sehen, ob wir das noch irgendwo finden. Okay, hier war nur der Balkon.
Moment, ich glaube, die Tür kennen wir auch. Jo, das ist hier. What? Ja, hier ist das. Hier war das. Okay, ich weiß wieder, wo wir sind. Dann gehen wir dieses Mal erstmal rechts. Wow. Alles klar. Ist okay. Nichts da. Okay, das dürfte kein Mimik sein. Okay, ist es auch nicht. Irgendein Hut. Okay, hier war echt nichts mehr. Okay, das ist hier die Stelle, wo wir nämlich da unten das freigemacht haben. Kann natürlich sein, dass wir eigentlich da lang müssen. Oh Gott, jetzt bin ich komplett verwirrt, wo wir hin wollten und waren. Ist das hier nicht sogar die Leiter, die man schon benutzen kann, bevor sie sichtbar ist? Oder war das in Dark Souls 3? Das ist der Turm hier. Oh, direkt Double Kill und den dritten haben wir verletzt. Ah. Verstehe, das führt auch nirgendwo hin. Aber gib mir ruhig Stuff, der an diesem Punkt für mich auch nicht mehr wirklich relevant ist. Reparaturpulver müssten wir, glaube ich, auch mal einkaufen. Wir haben ja jetzt auch nicht mehr wirklich Sachen, wofür wir Seelen ausgeben können.
Unter Umständen müssen wir die eine Abkürzung, die wir unten freigeschaltet haben, nehmen, um neue Gebiete zu finden. Aber ich will noch schauen, wohin uns da drüben der Teil. Der war auch vorher zu. Schnell wissen wir, wo uns das hinführt. Na komm. Ja, ich weiß, worauf du wartest. Okay, wie kommen wir denn da rein? Ist das? Ja, oder? Das ist das, was uns zum geheimen Boss führt. Wie kam man an den Schlüssel dafür? Da bin ich jetzt gerade überfragt. Das möchte ich jetzt wissen. Okay. Okay. Verstehe. Erstmal zum Outer Wall Bonfire und dann Main Gate, turn right, follow the path to a small room. Ich glaube, das ist tatsächlich das, was wir freigeschaltet haben. Okay, hier hätten wir das Feuer aber auch neu entzünden können. Ja, das ist hier die Geschichte. Bin ich einfach nur ungeduldig, aber ich glaube, die beheben den Fehler nicht. Ich würde, wie gesagt, nicht damit rechnen. Das wirkt noch nicht richtig. Downstairs hat curved to the right. What? Jetzt total blöd.
There's a curve to the right, das ist hier. Frage, welche Partei mich hassen. AfD würden natürlich. Ja, AfD würde mich auch hassen. Ich glaube, es ist ziemlich einfach, von der AfD gehasst zu werden. Ja, Girl, netter Versuch. Outer wall, main gates, then turn right, follow the path to a small room. Ja, wir sind noch richtig. Ich finde leider auch die Wegbeschreibungen hier in diesem Gebiet immer sehr... lang und kompliziert. Es ist sogar einfach, von fast jedem Menschen gehasst zu werden. Möchte ich wissen, wie du das geschafft hast, oder ist das zu heavy für den Stream? Du weißt es, okay, ja. Dann ahne ich schon Böses. Au. Aber wie lange dieser Charakter immer braucht, um noch irgendwie diesen Life-Gem kaputt zu machen, weil er den noch extra konzentriert ansieht. Estus genauso. Das sollte ja eigentlich keine große Sache sein. Ja, klar. Weißt du, den interessiert das gar nicht, wenn ich ihn mit einem Speer erwische. Thank you.
Wow. Und sie läuft einfach hier drüber, obwohl ich da nicht lang kann. Okay, also das habe ich definitiv noch nie gemacht. Ganz ehrlich, wir können jederzeit ein Feuer entzünden. Also eigentlich ist das total unnötig, dass ich hier mit einhändigem Speer rumlaufe. Und so werden aus drei Gegnern einer. Sollen die hier eigentlich eine Bedrohung darstellen? Oder wirklich nur nerven? Ganz ehrlich, die Gegner hätte man sich eigentlich auch sparen können. Ah, ich sehe, wo ich lang muss, glaube ich. Oder das hier kommt mir aber ziemlich bekannt vor. Richtig dazu, mir rauszufolgen. Das Ding ist, es sind zwei von ihnen. Genau, back dich mal schön fest. Da habe ich überhaupt nichts gegen.
Kommt jetzt alle zu mir? Ja, kommt her. Aber auch schon alle in Reihe und Glied hier. Die machen halt auch kaum Damage. Sie staggern, aber das war's. Und da haben wir auch schon wieder keine Zauber mehr. Ich würde gerne mehr Magie einsetzen, aber wenn man halt nicht einen richtigen Magiebild spielt, dann bringt das auch nicht viel. Ja, das wundert mich auch nicht. Also ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die die Amis mehr hassen als Kommunisten, dann Grammatik-Nazis. So, wir haben den Schlüssel. Aber ich habe das Gefühl, dass wir hier auch ein Lagerfeuer verpasst haben. Indem wir uns halt durch das Gebäude durchgeschlagen haben damals. Okay, hier lang. Die einzige Art von Nazis, die in den USA gehasst werden. Ja gut, wenn das stimmt, was man über Henry Ford sagt. Hier geht's nicht lang. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Es gab irgendwo einen Schneeball, den man rollen konnte. Von da. Und der ist da runter. Genau, mal oben sieht man auch den Schneeball. Ah, wie kam man da hin? Also das Wiki ist natürlich auch wieder komplett für den Arsch. Also die Hälfte der Links funktioniert einfach nicht.
Karte, das war schon korrekt. Moment, das möchte ich jetzt wissen. Ich war doch schon richtig an der Brücke? Ich kann da doch jetzt was machen? Ich laufe übrigens mit 200.000 Seelen rum, aber... Ich meine, ich müsste mal meine Life-Gems aufstocken, das stimmt, aber noch komme ich durch damit. So, kommen die automatisch oder kann ich sie ignorieren? Okay, ich kann sie nicht ignorieren. Ja klar, woran bleibt jetzt der Speer hängen? Machen wir YOLO? Wir machen YOLO. Und verlassen uns mal darauf, dass die Akku-Reichweite diverser Gegner hierhin nicht reicht. Genau, jetzt können wir nämlich den Aufzug hier nehmen. Oh, hier, die Sonic the Hedgehog-Verschnitte. Die sind richtig schlimm. Wenn dich einmal erwischen, kannst du davon ausgehen, dass du tot bist. Hallo. Also danach weißt du, wie sich die Badniks in den Sonic-Spielen dann fühlen. Wenn Sonic so mit Full Speed in den Spin-Dash reinläuft. Oder reinrollt. Ich sag ja. Das haut rein. Die haben mich jetzt zweimal erwischt und ich hab die Hälfte meiner Gesundheit verloren und ich hatte noch Glück. Sound Duet. Okay, aber wir können
müssten sie mit dem Speer staggern. Okay, kommst du zu mir? Worauf wirfst du deine Speere, verdammt? Ja, klar. Warte, du hast ein Schild? Hallo, machst du wohl gefälligst dein... So, weh, du tötest mich jetzt. So, nächster Gegner, Baum. Habe ich erwähnt, dass sich diese Gebiete irgendwie ziemlich ziehen? Oh, das ist er hier. Das ist einfach so ein richtiger Troll, der erstmal sich als gutes Phantom tarnt und uns dann versucht, in eine Falle zu locken. Was ich im Moment erstmal haben will, ist das Lagerfeuer in der Ecke. Und zwar hier.
Ja, es ist diese Geschichte hier, ne? Aber das kann ich auch, mein Freund. Jetzt läuft er noch weiter weg. So, und diesmal stirbst du. Was jetzt? Du machst keinen billigen Scheiß. Ja, okay, ich glaube, das sind so Momente, wo die Gegner auch unbegrenzt Poise kriegen, damit ich sie nicht staggern kann. Frage ist, kriege ich ihn irgendwie da raus, weil ihn zusammen mit anderen Gegnern... Ja, das Problem ist, wenn ich hier runtergehe... Uncool. Da ist nämlich sein Kumpel. Das Vieh ist einfach wie ein Wal. Wie ein fetter, gestrandeter Wal. Solange das Phantom nicht helfen will, ist alles gut. Ivory Warrior Ring. Ich weiß nicht, was der macht. Und an diesem Punkt ist es mir auch relativ egal. Aber so wenig Schaden... Also ich meine, ich habe 40 Int und mit so wenig Schaden, wie die Gegner von meiner Magie nehmen... Ich meine, ich könnte wahrscheinlich noch einen besseren Katalysator haben, aber darüber hinaus gibt es, glaube ich, nicht so viel, was ich noch tun könnte. Deshalb mache ich mir ein bisschen Sorgen für einen reinen Magiebild, dass manche Bereiche nicht einfach komplett unspielbar werden. Weil einfach die Resistenzen so hoch sind von den Gegnern.
Also, hör bloß auf. Du brauchst nicht jetzt meinen, mich auf den letzten Meter noch töten zu müssen. Habe ich erwähnt, dass ich die Schneeigel hasse? Und alles an ihnen absolut schrecklich ist? Das ist hier. Ja, ich erinnere mich. Und ich glaube, das hier führte nur zu einer Kiste. Ach. Jetzt sind... Das ist eine Abkürzung. Ah, nice. Also wir müssten nicht den kompletten Weg neu laufen. Komm schon, Sonic. Au. So, ich möchte, dass du möglichst weit weg von dem Golem stirbst. Wo ist der andere? Okay, hier sind wir. Oh boy.
Nein, nein, nein. Das war eine richtig beschissene Idee von mir. Ich würde vermuten, die Person weiß es nicht, weil ganz ehrlich, das gilt für uns alle, du bist nicht so wichtig. Das gilt eigentlich für fast jeden Menschen auf der Welt. So, da ist der Ritter Nummer 3, das heißt, das ist auch schon mal erledigt. Zeit, was zu trinken. Ich bin schon fast 2 Stunden dran und habe noch nichts getrunken derzeit. So, Manjula. Inner Wall, Outer Wall. Hier, da müssen wir hin. Ich bin echt gerade zu faul, um zu Wellega zu gehen und noch Reparaturpulver zu kaufen. Das hier ist aber, glaube ich, auch noch falsch. Sind wir schon richtig hier? Ja, sieht gut aus.
So. Machen wir uns mal auf den Weg. Mit dem Sarg-Express. Ah, okay, zu dem Kreis. Meine ich, müssen wir zuerst hin. Wer hat dieses Gebiet gemacht und entschieden, dass das so gut ist? War das B-Team mal wieder am Werk? Stimmt, und die hier kommen auch. Also man sagt nicht ohne Grund, der Boss ist nicht das Problem, sondern der Weg dahin. So, da ist ein zweites Gebäude. Und irgendwas läuft da drüben rum, aber das ist mir jetzt egal. Nope. Überhaupt keinen Bock. Au.
So, My Little Pony hier ist vorbei. Da drüben sind Ruinen. Fick dich. Ich sehe hier nichts. Ich glaube, ich bin noch gerade den ganzen Weg zurückgelaufen, oder? Nö. Boys and Girls. Dieses Gebiet ist Kacke. Da gibt es kein anderes Wort für. Dieses Gebiet ist Kacke. Das hat auch absolut nichts mit besonderer Herausforderung zu tun. Das ist einfach nur Krebs. Im Endstadium. Natürlich kommt das Pferd auch da hoch, ist klar. Habe ich erwähnt, dass hier Ponyreiten ist? Fick diesen Ort. Ganz besonders. Holy shit, das werde ich aber auch nur mit diesem einen Charakter machen. Also der Boss kann mir ansonsten aber gerne gestohlen bleiben. Ich nehme Phantome mit, allein schon für die Pferde. Wo ist der Kreis da? Und da drüben ist das Gebäude. Warum jetzt sehe ich auch noch durch die Phantome nichts? Weil die Kamera in die Phantome reinglitscht. Alles klar, Bros.
Also, ich habe so ein Gefühl, dieses Gebiet ist darauf ausgelegt, dass man mit Phantomen hier durchläuft. Und selbst dann ist es wahrscheinlich unnötig viel Lauferei. Und vor allem Warterei, dass dieser blöde Schneesturm mal kurz einem was sehen lässt. So, hier konnte man, genau, heilendes Wasser. Na komm, geh mal schön da rein. So, und aus welcher Richtung bin ich jetzt gekommen? So, zumindest sind die Phantome, die wir hier haben, absolute Tanks. Ich muss echt gucken, ob es eine Mod gibt, die dieses ganze Gebiet hier ein bisschen aufbessert, weil holy shit. Ich will es nicht jedes Mal auslassen in Zukunft, aber heilige Scheiße. Da ist das dritte Haus, glaube ich. Falls wir nicht zurückgelaufen sind versehentlich. Ja, wie man sieht, sieht man nichts. Ganz ehrlich, gibt's eine Mod hierfür?
Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass noch niemand sich von den Moddern sich gedacht hat, hey, dieses Gebiet hier könnte ruhig ein bisschen weniger Augenkrebs vertragen. Wenn es das noch nicht gibt, dann muss es bitte bald existieren. Oh, jetzt sind's, das wird langsam, nimmt überhand, es werden, sind langsam zwei von ihnen. Ne, es sind drei, oder? Oder waren das nur die Projektile vom zweiten? Wenigstens heilt sich einer. Wehe, ihr verreckt gleich bei den Katzen. Ich sehe es schon kommen, dass die irgendwie nach zwei Treffern einfach down sind. Das sieht nach größerer Ruine aus und da sehe ich auch einen Eingang. Könnte eine Nebeltür sein. Aber ich habe sämtliche Orientierung verloren. Vor allem, man muss ja auch die Kamera drehen, um gegen die Pferde zu kämpfen. Okay, wir sind wieder im zweiten Gebiet, aber das heißt, wir können unsere Phantome heilen. Komm schon, Vengal, du müsstest. Komm in den Whirlpool. Das ist doch. Ja, ja, danke, danke, danke. Jetzt bleibt er drin. So, irgendwas ragt da drüben hervor. Jetzt sind es schon wieder zwei. Große Snope. Phantome, mach das mal für mich. Okay, ich dachte für einen Moment schon, ihr hättet das andere erledigt. Und natürlich machen die Projektile auch extrem viel Schaden. Wir haben jetzt schon wieder 40 von den Life-Gems verbraucht. Und wir haben den Boss noch nicht einmal gesehen. Ich bin kurz davor, diese zu gucken, ob es so eine Mod gibt und sie dann jetzt noch im laufenden Stream zu installieren, wenn es sie gibt.
ganz ehrlich, wenn es dieses Gebiet gibt, gehe ich lieber 100 Mal durch Shrine of Amana. Hier ist aber auch rein gar nichts. Ich darf alle mal ein paar Jubeljahre mal was sehen und dann hoffen, dass ich sehe, wo ich hin muss. Und ja, ich rege mich gerade dezent auf. Da ist die dritte Ruine. Wir sind prompt an ihr vorbei. Der Loot ist auch für'n Arsch. Ich will wissen, wo ich hier hin muss. Bridget's Outskirts. Through a very short valley. What? Ah, wo soll denn hier ein Tal sein? Sind wir gerade den gesamten Weg zurückgelaufen? Wir sind den gesamten Weg zurückgelaufen, oder? Das ist nicht der scheiß Ernst von diesem Spiel. Das war die erste Ruine, nicht die dritte. Ich sag ja, wenn die Gegner hier einen dann auch ständig zwingen, die Kamera zu drehen, ist ja wohl klar, dass das mit der Orientierung ein bisschen nicht so funktioniert. Aber ich habe das Gefühl, man muss auch in sehr bestimmten Winkeln stehen, damit man überhaupt was sieht. Wenn wir Glück haben, leeren wir damit das Spawn-Cap für die Pferde. Aber ich weiß nicht, wie viele separate Pferdespawns es gibt. Vielleicht sollte ich langsam auch mal einen Ring ausrüsten, der mir Blitzresistenz gibt.
So, hier ist wieder die Heilquelle. Wäre schön, wenn die NPCs sie auch nutzen würden. Ja, warum trinkst du denn jetzt... Warum trinkst du jetzt Estus, wenn du hier das heilende Wasser ist? Du stehst drin, du solltest dich heilen. Warum heilst du dich nicht? Ich verliere gerade hier massiv Zeit, ne? Ganz ehrlich, ich will das jetzt, ich will jetzt wissen, ob es das gibt. Gibt es eine Mod für hierfür? Jet Outskirts Mod. Nein. Es scheint keine... Es scheint keine Mod dafür zu geben, die diesen, wenigstens diesen blöden Schneesturm wegmacht. Auf dem Weg zum zweiten Haus wird... Ja, hier ist nämlich einer, der so meint, er wäre schlau. Und es wäre ja gar nicht so schwer. Auf dem Weg zum zweiten Haus wird ein Pferd jedes Mal spawnen, wenn der Schneesturm erscheint. Wir hatten gerade auf jeden Fall zwei. Gleichzeitig. Ignoriere es und laufe zum zweiten Gebäude. Blödsinn. Du kannst nicht ewig weit weglaufen vor denen, bevor ihre Projektile dich einholen. Lauf vom zweiten Gebäude zum dritten Gebäude. Dafür müsste man das dritte Gebäude erstmal sehen. Ich bin kurz davor, einfach so dazu zu tun, als gäbe es diesen Ort nicht. Ich meine, er ist nicht mehr für 100% Achievements notwendig. Ich glaube, theoretisch ist nichts von den DLC-Bereichen das, aber... Oh. Da ist die dritte Ruine. Aber gefühlt sieht man die halt auch nicht immer. Ich habe das Gefühl, ich muss in ganz bestimmten Winkeln gucken, um irgendwas zu sehen. So, wir ignorieren das Pferd, weil der nette Guide-Mann das sagt. Ah ja, jetzt kommen auch noch die Helikopter-Dudes. Weil das auch noch gefehlt hat. So, hier sind wir. Nope. Darf ich daran erinnern, dass wir jetzt hier bestimmt eine halbe Stunde schon dran sind und den Boss noch nicht mal gesehen haben?
So, und wo ist jetzt diese Scheißbrücke? Ja, klar. Und hier ist noch ein Pferd. Da habe ich vorhin gerade eine Ruine gesehen. Wetten, das ist der Weg zurück. Ich habe schon wieder so sehr jegliche Orientierung. Sprecht mir nach. Dieses Gebiet existiert nicht. Seid ihr bereit, Boys? So, wir müssen die Portale möglichst schnell schließen. Kann ich sie backstabben? Nein, ich glaube nicht, oder? Macht einfach die Portale zu. Mehr müsst ihr nicht tun. Ich meine, theoretisch kann man versuchen, die Spawns von den Rittern hier komplett zu leeren, aber das möchte ich eigentlich nicht tun müssen. So, damit ist ein Portal erledigt. Wir sollten vielleicht langsam mal versuchen. Okay, er macht das schon. Die Dudes sind einigermaßen schlau, was das angeht.
So. So weit, so gut. Und du bist auch noch da. So, komm her. Komm, ich kann dir wenigstens ausweichen, im Gegensatz zu meinem weißen Freund hier. Ist das rassistisch? Ja, lass mich doch einfach mal in die richtige Richtung dodgen. Das ist okay. So, liebe Ritter, wie wär's mal, wenn ihr euren Job macht? So, also die gehen auf, automatisch zu den Portalen und versuchen sie zu schließen. Das heißt, wir konzentrieren uns einfach auf den Kampf hier.
So, wer opfert sich von den beiden? Ich hoffe, der Schwächere. Scheint auch so, ja. Jetzt muss er erstmal noch eine halbe Stunde seinen Entrance hier machen, das ist okay. Okay, er hat wirklich was gegen die Weißen Ritter. Ich konnte nicht dodgen. Ich war einfach komplett gestaggert. Ja, klar. Doppelgank-Angriffe sind immer ganz toll. Okay, und seine gebuffte Phase läuft irgendwann aus. Okay, cool. Das ist interessant zu wissen. Also lebt man vielleicht besser auch einfach nur damit, dass er einen in seiner gebufften Phase komplett abpacken wird? Da kommt man nicht raus, oder?
Lass mich leben. Ach, komm schon. Das war jetzt unnötig. Es gibt auch keine Eisresistenz in diesem Spiel, oder? Was macht die für einen Schaden? Magie? Ganz echt, der Ring ist inzwischen auch total unnötig für mich. Ich möchte das jetzt gerade mal wissen. Was für ein Schadenstyp macht der? Lightning und Magic hat er schwach gegen. Ja, Magie. Dann machen wir doch mal Increases Magic Defense. Wird mir nicht angezeigt, wie viel das gibt. Ich glaube, das Ding macht 300, oder? Aber ich habe die Angriffsmuster langsam raus. Aber wir kaufen mal gerade neue Life Gems. So, Seele eines großen Helden. Und noch die Seele eines normalen Helden. So, Boyos, dieses Mal machen wir es aber. Okay, gut, dass ich den Feuerring anbehalten habe, weil die machen ja auch Feuerangriffe. So, einer ist zu.
So, jetzt bitte noch das dritte Ding zumachen, wenn ihr dabei seid. Ganz ehrlich, wir machen mal Ring of Binding weg, weil ich glaube, der Ring of Resistance gibt uns auch nochmal Magieresistenz. Nein, gibt er nicht. Schade. Okay, wir nehmen schon mal deutlich weniger Schaden dadurch. Das war zu früh. Das Ding ist, der Boss hat wenigstens noch ein recht einigermaßen schwer zu sein, aber wir hatten ihn vorhin fast. Ich meine, in gewisser Weise ist das der letzte Boss.
So, wir helfen mal gerade gegen ihn hier. So, das letzte wird geschlossen. Okay, solange er auf mich geht, lässt er den Ritter leben. Wow, haben wir tatsächlich gerade geschafft, ihn zu staggern. Au. So,
So. Weil warte, wir müssen die Krone noch holen. Die droppt nicht automatisch. So, Dranglake Castle, Undead Crypt. Holen wir uns den Segen. Seeker of fire, coveter of the throne. I am Vendrick, ruler of Dranglake. Seeker of fire, deliverer of crowns. What do you see in the flames? Find the crowns and your own answers. The crowns hold the strength of lords from times long past. Seek adversity. As befits you, seeker of fire, coveter of the throne. Seeker of fire, conqueror of dark. I too sought fire once. With fire, they say, a true king can harness the curse. A lie, but I knew no better. Seeker of fire, you know not the depth of dark within you. It grows deeper still, the more flame you covet. Flame, oh, flame. Seeker of fire, I see you've subdued another foul creature. One of the Father of the Abyss spawn. That confounded quintessence of humanity. The Abyss once had form, but ja, hör doch mal auf zu labern. Yet traces of its existence in each fragment. Thirsting for power, spread dark with no relent. My dear Chandra was one such fragment. A feeble, tiny thing that thirsted for power more than any other. Driven by insatiable lust for a worthy vessel. One day fire will fade and dark will become a curse. Men will be free from death, left to wander eternally. Dark will again be ours, and in our true shape, we can bury the false legends of yore. Only, is this our only choice? Seek strength. Oh.
Ich hätte vielleicht mich menschlich machen sollen, bevor wir die Cutscene machen. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Zeit fürs Finale. So, aber den Ring of Binding brauchen wir jetzt definitiv nicht mehr. Hitpoint, Stamina, Maximum Load, da habe ich nichts gegen. Wir brauchen noch einmal das Symbol des Königs. Soweit ich mich gerade erinnere. Okay, falsches Lagerfeuer. Ziemlich müde, also mach das bitte first try. Das kann ich nicht garantieren, aber an diesem Punkt bin ich eigentlich ziemlich OP. Ich meine, die DLC-Bosse sind halt alle nochmal eine eigene Schwierigkeit im Prinzip. Man kann eigentlich sagen, die DLCs sind im Prinzip schon NG+. So, Ornstein und Smough für Arme. Ich will hier noch keinen Estus verschwenden, bitte. Thank you.
Fuck off. Also so viel zum Thema First Try. Weil ich merke, sie machen auch Blitzschaden. Also vielleicht sollte ich... Das Ding ist, keiner der Gegner macht Magieschaden. Dann habe ich vielleicht einen Ring, der mich vor Blitzschaden schützt. Nein, habe ich nicht. Das Ding ist, ich verliere keine maximale Gesundheit mehr, dadurch, dass ich jetzt den Ring habe. Nicht den Ring, die Krone. Beziehungsweise die gesegnete Version der Krone. Geht die Tür jetzt von selber auf? Ja, oh, sehr gut. Ich dachte schon, ich müsste jetzt wieder den Ring ausrüsten. So, das Ding an den beiden ist, wir müssen beide gleichzeitig besiegen oder mit relativ kurzem Abstand. Ja, ist jetzt mal langsam gut hier. Ich würde mich gerne auch noch irgendwann erholen. So, Nummer 1.
upon dead. You have proven yourself to me. Now, be one with the dark. Ich hatte im Kopf, dass die Dinger mir nur Fluch geben und die Kronen mich eigentlich immun dagegen machen müssten, aber anscheinend nicht. Nicht schlimm. Thank you.
So, sie ist auch nicht wirklich schwer, muss man dazu sagen. Au. Sage ich und werde direkt bestraft. Jetzt stirbt doch endlich. Here,
patiently. The throne will certainly receive you. But the question remains. What do you want? Tell me. Light, dark, or something else entirely? Und das war's. Dark Souls 2 als Undyne aus Undertale. Wir haben es geschafft. Und hat einfach nur mehr als doppelt so lange gedauert wie beim ersten Teil. Aber die DLCs hauen halt gut rein, was die Länge. Wobei, die den ersten DLC-Streams waren ja auch nur 2,5 Stunden lang. Und hier haben wir halt wirklich viel Zeit verloren durch das Gebiet, das nicht genannt werden darf. Dass ich auch in Zukunft einfach ignorieren werde, weil holy shit, war das schlimm. Also man hätte locker eine halbe Stunde von dem Stream abziehen können, dann wären wir bei 3 Stunden. Und wie gesagt, wenn man dann 2,5 für das DLC einplant und eine halbe Stunde fürs Finale, ist das, denke ich, voll okay. Ich danke auf jeden Fall fürs dabei sein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, aber nicht am Samstag, weil ich am Samstag keine Zeit haben werde zum Streamen. Und ich denke mal dann am Dienstag. Ich muss gucken, weil meine Festplatte ein bisschen voll läuft mit den ganzen Projekten, die ich in letzter Zeit hatte. Stardew Valley überlege ich halt, ob ich die Aufnahmen noch verwende. Und Dark Souls muss ich halt jetzt auch, das nimmt jetzt auch schon 1 Terabyte jetzt ein mit dem Stream hier. Das heißt, ich muss erstmal das Video fertig machen und dann gucken, dass ich möglichst bald das Rohmaterial von der Platte schmeißen kann. Ich weiß nicht, ob ich Speicherplatz für einen Stream am Dienstag haben werde. Das muss ich dann schauen. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ich danke fürs dabei sein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.